Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Selbstverständlich können wir die Frage von Freihandelsabkommen immer und immer wieder auch in diesem Hause diskutieren. Ich tue das zu verschiedensten Gelegenheiten mit Bürgerinnen und Bürgern. Das öffentliche Interesse ist ja hoch. Das endgültige Ergebnis steht aber noch aus und Gespräche zwischen der EU und der kanadischen Regierung finden weiterhin statt. Der Prozess hat noch gar nicht begonnen. Dass das ratifiziert wird in den entsprechenden Ländern, umso wichtiger ist es, dass wir ehrlich mit den Interessierten umgehen. Zur Ehrlichkeit gehört es, dass in dieser Legislaturperiode der Bundesrat sich nicht mit CETA beschäftigen wird. Nun bin ich zwar optimistisch, um nicht zu sagen sicher, dass unsere Landesregierung das Land Schleswig-Holstein auch künftig in Berlin vertreten wird, aber es gebietet schon der Respekt vor den Wählerinnen und Wählern nicht vor der Landtagswahl, eine Position des Landtages für eine Bundesratsbefassung festzulegen, die selbst nach der Wahl voraussichtlich noch Monate auf sich warten lassen wird. Das ist doch völlig klar. Was kommt denn als Nächstes? Was kommt denn als Nächstes? Zu was wollen wir uns denn noch festlegen, was in 3 Jahren abgestimmt wird oder sowas? Ich muss ehrlich sagen, Herr Kollege Vogt, das kann doch nicht Ihr Demokratieverständnis sein. Von Ihnen würde ich jedenfalls etwas anderes erwarten. Von den Piraten, muss ich sagen, erwarte ich natürlich nichts anderes. Wenn der Fraktionsvorsitzende hier die Frechheit hat, im Parlament zu sagen, der Ministerpräsident lasse sich kaufen, kann ich nur sagen, jeder Tag, wo Sie aus dem Parlament raus sind, ist ein guter Tag. Das will ich Ihnen ehrlich sagen. Das ist eine Frechheit, was Sie hier vorgetragen haben, ist eine Frechheit und ich weise das zurück. Und die Bürgerinnen und Bürger werden Ihnen die Quittung für Ihre Arbeit schon geben. Da können Sie sicher sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Gegner, erlauben Sie eine Zwischenbemerkung, Abgeordneten Vogt. Aber bitte. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Ich hoffe, er steigert sich heute ein bisschen in der Form. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Stegner. Sie als Niveauexperte möchte ich gerne fragen. Ich habe ja schon überlegt, wie kommen Sie aus der Nummer raus? Das ist natürlich jetzt die denkbar einfachste Variante gewesen, aber vielleicht meinen Sie, dass Sie damit durchkommen. Wenn das so ist, dass Sie das undemokratisch finden würden, wenn Sie heute diesem Antrag zustimmen oder Ihre Ablehnung mitteilen würden, frage ich mich, wie können Sie denn morgen einen Gesetzentwurf für ein Sondervermögen im Verkehrsbereich einbringen? Ich meine, Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass wir bald eine Landtagswahl haben. Sie haben ja in aktuellen Umfragen auch gar keine Mehrheit mehr. Insofern sollten Sie dann auch morgen diesen Punkt konsequenterweise zurückziehen. Ansonsten wäre das ein merkwürdiges Verständnis. Also, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, Herr Kollege. Erstens macht die Landesregierung natürlich ihre Arbeit weiter und die Koalition auch. Und das tun wir. Und unsere Position formulieren wir auch. Aber die konkrete Frage, Sie können das nicht wissen, weil Sie noch nie Regierungsmitglied waren, aber ich will Ihnen das gerne erklären. Die Landesregierung legt ihr Abstimmungsverhalten im Bundesrat fest an dem Dienstag vor der Bundesratssitzung. Diese Bundesratssitzung, über die wir hier reden, wird nicht dieses Jahr sein, wird nicht nächstes Jahr sein, sondern notwendig übernächstes Jahr sein. Jetzt gibt es aber einen Antrag in diesem Landtag, gestellt zum Teil von Leuten, die dem nächsten Landtag gar nicht mehr angehören werden, der verlangt, Herr Kollege Breyer, da verwette ich mein Haus drauf. Das will ich Ihnen ehrlich sagen. Aber davon mal abgesehen, es lohnt sich viel lieber, sich mit dem hoffnungsvollen Kollegen Vogt zu beschäftigen. Also, wenn wir darüber sprechen, Herr Kollege Vogt, dass die Landesregierung aufgefordert werden soll, durch den Landtag zu beschließen, wie sie sich an einem noch festzulegenden Zeitpunkt im Jahre X festlegt, dann muss ich sagen, ist das ein bisschen Zeitverschwendung und man müsste schon aus formalen Gründen diesen Antrag zurückweisen. Aber im Gegensatz zu Ihnen rede ich ja nicht nur zu den formalen Sachen, sondern auch zu den Inhalten. Und da will ich gerne etwas sagen. Wir haben schon 2014 in diesem Hause über Freihandel diskutiert, zwischen der Europäischen Union und den USA und Kanada, TTIP und CETA. Und wir haben Fortschritte erreichen können. Ich finde das ja putzig, Frau Kollegin Damerow, dass ausgerechnet Sie über diese Fortschritte reden, seitdem es in Kanada nicht mehr diese erzkonservative Regierung gibt und seitdem die SPD sich damit auseinandersetzt, dass da Verbesserung kommt, tut sich da was. Die CDU hat überhaupt nichts getan dazu. Die CDU hat nur gesagt, unterschreiben wir bitte links unten, ohne zu lesen. Sie haben doch wie diese Leute an den Türen, die da kommen, um was Teppiche zu verkaufen, haben Sie doch gesagt, unterschreiben Sie unten links bitte gar nicht das Kleingedruckte lesen. Das ist doch keine seriöse Position, Frau Kollegin Damerow. Wir haben verhandelt. Wir haben sogar bilaterale Verhandlungen gehabt zwischen der Sozialdemokratie und den kanadischen Freunden. Das sind nicht alle Sozialdemokraten, aber ordentliche Liberale. Progressive Liberale, Herr Kollege Gark. Es gibt Unterschiede. Und mit denen haben wir gesprochen. Herr Abgeordneter Dr. Stegner, erlauben Sie eine Zwischenbemerkung des Abgeordneten Kubicki. Ich hatte ja heute ein bisschen Sorgen um seinen Gesundheitszustand, aber er sieht wieder ganz frisch aus, also bitteschön. Herr Kollege Dr. Stegner, ich finde es rührend, wie Sie gerade als herausragend guter Mensch sich auch um meine Gesundheit sorgen. Und absolut nicht nur um die mitfühlende Sozialdemokratie. Nein, finde ich wirklich rührend. Mein Herz ist warm geworden, aber meine Frage lautet, wäre es nicht vielleicht sinnvoll,
dass gerade eine sozialdemokratische Landesregierung aus Schleswig-Holstein oder der sechste Stellvertreter der Bundesvorsitzenden der SPD ein deutliches Signal an den neuen Spitzenkandidaten der SPD für die Bundestagswahl und ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Schulz, richtet, der ja, wie ich weiß, ein vehementer Verfechter für TTIP und CETA ist, also ein solches Signal richtet, wir unterstützen ihn jetzt in seinem mannhaften Kampf um die Kanzlerschaft im September, indem wir jetzt aus Schleswig-Holstein heraus, weil wir auch vernünftige Sozialdemokraten sind, ein Signal geben. Wir sind auch wie du, Martin, dafür, dass CETA kommt. Lieber Herr Kollege Kubicki, ich fürchte nicht, Ihr Herz ist warm geworden, sondern Ihr Kopf ist warm geworden. Das beeinträchtigt das Denken. Dann hätten Sie nämlich bemerkt, dass wir mitnichten, auch nicht Martin Schulz, den ich lange kenne, vertreten haben, wir wollen jetzt CETA und TTIP womöglich um jeden Preis. Und bei Trump brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr darüber zu reden. Sondern wir haben immer gesagt, und das wäre die nächste Teil in meinem Manuskript gewesen, aber es ist schön, dass ich das sagen darf, dann reicht meine Zeit eher, dass die SPD hin... Kollege Vogt, daran ist nur Kubicki schuld, nicht ich, ne? Also beschweren Sie sich bitte bei dem, ne? Beschweren Sie sich bitte bei dem. Also, wir haben Bedingungen formuliert. Die Sozialdemokratie war die einzige Partei, die Bedingungen formuliert hat, gesagt, wir unterschreiben nicht einfach, sondern nur, wenn das kommt. Und diese Bedingungen, wenn die erfüllt werden, stimmen wir zu. Und wenn sie nicht erfüllt werden, stimmen wir nicht zu. Und da bin ich völlig einig. Übrigens, wissen Sie was? Das ist in der Politik richtig cool, wenn man nicht einfach sagt, ich will eine Machtposition haben, sondern mit Inhalten Politik macht und für die kämpft. Das wäre eine richtig coole Idee, Herr Kollege Kubicki. Könnten Sie mal versuchen, sich daran zu gewöhnen. Das wäre richtig in Ordnung. Nein, wir haben 8 Anforderungen formuliert. Mit einer Absenkung von Standards werden wir nicht zu einer Einigung kommen. Wir werden weder unsere sozialen, ökologischen, kulturellen Errungenschaften aufgeben. Wir stellen nicht zentrale Inhalte von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie infrage. CETA wird es mit unserer Zustimmung nur geben, wenn die Standards bei Arbeit, bei Soziales, im Verbraucher- und Datenschutz, in der Ökologie, in der öffentlichen Daseinsvorsorge, auch bei Bildung und Kultur ohne Wenn und Aber erhalten bleiben. Und wir lassen auch nicht zu, dass die parlamentarische Demokratie ausgehöhlt wird. Das ist für uns glasklar, sonst machen wir da nicht mit. Und deswegen sage ich Freihandel ja, aber nur mit guten Regeln. Das ist unser Beschluss, den habe ich vor einem Jahr in diesem Hause vertreten. Wissen Sie übrigens, im Gegensatz zu Ihnen ändere ich meine Meinung nicht alle paar Meter, sondern ich sage das, was ich gesagt habe heute, ich sage es morgen, ich sage es auch übermorgen, weil es nämlich richtig ist und weil wir uns für die Dinge einsetzen, die wir richtig finden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde das sehr schön, dass wir hier ganz viele Taktiker haben, die darüber nachdenken, was bringt uns beim Publikum, wenn wir heute so und übermorgen anders reden. Die Sozialdemokratie hält es damit. Wir vertreten das, was wir richtig finden. Gestern, heute und morgen immer noch. Vielen herzlichen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort der Abgeordnete Bernd Voss.